Hans Opplinger, 3. November, also ist sicher nicht gerade die hauptsächliche Bienentätigkeit, gell, wo wir sind. Was geht es bei den Bienen noch ab? Ja, wir sind hier auf dem Lehrbienenstand vom Landwirtschaftszentrum vom Kanton St. Gallen zu Frümsen. Und jetzt beim Bienenvolk läuft natürlich nicht mehr so viel, wie man hier sieht. Kommt noch hier und da ein Bienen, ist jetzt schon gegen Abend gegangen. Heute konnten sie noch ein bisschen fliegen. Aber es hat nur noch ganz vereinzelte, die hier und da kommen, die jetzt zufliegen. Da beim Blauen hat es noch etwa eins, beim Gelben noch etwa eins. Aber die meisten sind jetzt drin, schon bald im Winter. Ruhe eigentlich, in der Winterruhe. Und was heisst denn das Winterruhe? Also dann nachher essen sie drei Honig oder was ist denn? Dann haben sie für den Winter ja die Reserven gesammelt, wo wir dann einen Teil Honig weggenommen haben. Aber das meiste lässt man ja den Bienen. Also ein Bienenvolk hat im Laufe des Jahres etwa 60-70 Kilo Honig gesammelt und davon braucht es für sich selber etwa 50 Kilo. Und noch etwa 30 Kilo Blütenstaub. 30 Kilo Blütenstaub. Und dann haben sie dann eingelagert in ihre Waben. Und das ist jetzt hier rein und das ist ihr Winterfutter. Also von jetzt an fliegen sie eigentlich nur noch ein bisschen, wenn es ganz schön ist. Sagen wir mal auf die Toilette gehen draussen und ein bisschen Wasser holen, für, wenn sie noch Durst haben. Aber mehr machen sie jetzt eigentlich nicht mehr. Wir sind jetzt auch hier, der Imker hat jetzt hier die Fälle vorne. Haben wir jetzt hier. Im Sommer sind ja die so hoch, oder? Und jetzt tun wir alle so runter. Wir sehen hier noch die Wächterbienen, die verteidigen, wenn man kommt, probieren sie hier zu vertreiben. Und das ist jetzt ein Spalt noch von etwa 8 mm. Wenn hier zu viel offen ist, gehen die Mäuse rein im Winter und fressen uns die Honigvorräte und machen eigentlich das Volk kaputt. Weil im Winter sind ja die Bienen steif und können sich nicht mehr wehren gegen Angreifer. Das heisst, gegen Mäuse müssen wir hier die Fälle zutun, also die Fluglöcher zumachen. Jetzt summst es mal, da, wenn wir im Film sind. Ja. Ein ist da, glaube ich, am Bart geflogen. Darum summst es vielleicht hier im Mikrofon. Die sind jetzt harmlos im Herbst, machen es da nicht mehr viel. Wirst du sonst nicht mal gestochen? Ja, man legt natürlich auch einen Schleier an im Sommer, wenn man arbeiten muss, wenn man Fürsche machen muss. Hat man Schleier an und Händchen, dass nicht so zu viel stechen. Aber jemand ein sticht halt immer. Also rauchen tust du nicht, gell? Mal, also ich tue Raucherstäbchen laufen lassen, damit es ein bisschen besänftigen die Bienen. Aber ich selber rauche jetzt nicht während dem Arbeiten. Wenn ich noch husten, bin ich nicht gewöhnt. Ich habe gehört, es sei momentan ein bisschen schwierig mit den Bienenvölkern. Also auch Imker dann wieder eine Königin suchen, dass das Völker kaputt geht, dass man es behandeln muss. Wie heisst es mit Opal oder Oxale? Oxalsäure. Ja, oder Perizin, ja. Oder dann so. Kommt, jetzt, dann, also, jetzt haben ja die Völker innen drin Waben und sie wohnen ja zwischen den Waben rein. Und jetzt machen sie eigentlich die letzte Brut noch, wenn überhaupt, haben sie noch die letzten kleinen Brutkreise innen drin. Vielleicht kann man nachher noch schauen, ob es noch hat. Und etwa Ende November haben sie dann keine Brut mehr. Etwa zwei Monate sollten sie nachher nicht brüten, damit nachher Winterruhe herrscht. Weil Brut ist immer ein Aufwand für das Volk. Wenn es hier Schnee hat und kalt ist, dann müssen sie können die Brut wärmen auf 36 Grad. Und das ist viel zu anstrengend. Und von daher ist es gut, wenn es eine Zeit lang keine Brut mehr hat. Und dann kann man mit Oxalsäure die Varroa behandeln. Das sind die Milben. Wir können ja hier nachschauen, wie die Milben aussehen. Die Milben, die sind ganz klein, gute Millimeter groß und die würden sonst die Völker kaputt machen. Und wir behandeln die mit Oxalsäure und Oxalsäure ist ja eigentlich ein natürliches Mittel in der Rhabarbere. Das ist ja die Säure von der Rhabarbere und hat in der ganzen Natur kommen die Säuren natürlich vor. Auch im Suchlee vom Wald oder auch im Honig hat es ganz viele verschiedene Säuren drin, unter anderem Oxalsäure. Und wir tun von dem Oxalsäurekonzentrat verdampfen und dann gehen die Varroa kaputt. Das heisst, es ist also kein Gift in dem Fall? Ja, gut, alles ist Menge. Ja, genau. Wenn man zu viel Salz isst, ist es auch Gift. Ja, ja. Und wenn man zu viel Oxalsäure isst, dann putzt es einem auch durch. Darum weiss man ja zum Beispiel bei der Rhabarbere, dass man im Sommer nach dem längsten Tag alte Rhabarberstängel nicht mehr sollte, weil es dort viel zu viel Oxalsäure drin hat. Je älter der Rhabarberstängel ist, desto mehr Oxalsäure hat er, desto mehr belastet es natürlich auch, putzt es auch mehr durch, oder? Wann hast du deine Liebe zu den Bienen entdeckt? Also angefangen habe ich eigentlich schon als Bub am Pater Scheuermann zu Oberbüren zugeschaut, wenn er Schwärme eingefangen hat. In unserer Familie hat nie jemand geimkert. Und ich habe dann einfach Freude bekommen und habe dann
1975 angefangen mit dem ersten Schwarm als Student. Da bin ich, wo bin ich da gewesen? 22. Ja. Nein, nicht einmal. 18. Eben, habe ich falsch gerechnet. Ja, genau. Ja, und der Kollege zusammen, der war noch ein Jahr jünger, wir haben zusammen dann immer bei der Imker mitgemacht. Wir waren die einzigen Jungen, die anderen waren alles alte Männer. Damals hat es noch gar keine Frauen gegeben in dem Imkerverein. Also die einzige Frau war Klosterfrau von Magdenau, die auch im Imkerverein war. Damals. Heute haben wir fast die Hälfte Frauen. Und das ist ja auch gut so. Man muss etwas verstehen, gell? So einfach ist es nicht. Eigentlich ist es einfach und schwierig gleich, weil es ist jedes Jahr anders und man muss einfach gut beobachten. Je besser man beobachtet, desto weiter kommt man in dem Kreis. Und man sollte die Bienen nicht zu viel stören, weil man sollte nur dann etwas machen bei ihnen, wenn es nötig ist und nicht zu viel immer auftun. Weil das sind ja Wildtiere eigentlich, die man quasi da Behausung zur Verfügung gestellt. Die haben ja schon Millionen Jahre vor uns gelebt, vor den Leuten. Und die könnten auch in der Natur eigentlich ohne uns überleben. Ausser jetzt in unserer Situation mit den Varroa, die seit etwa 25 Jahren bei uns sind. Die sind ein bisschen ein Handicap. Ist auch regional ein bisschen unterschiedlich. Also mein Schwager ist zu Kärnten. Der Opa, der hat immer geimkert, jetzt hat er das übernommen. Er hat immer so ein bisschen Probleme mit den Völkern, hat dann auch neue Königinnen müssen holen. Das ist gut, das ist 700 Kilometer weg. Also ist das auch regional ein bisschen anders? Also in einer Region gut ist, in der anderen schwierig. Also unser Land ist ja nicht super für Bienen. Oder? Wir sind ja eigentlich ein Land, das lange Winter hat, das lange nicht mehr blüht. Ich meine, von Mitte August an blüht ja fast nichts mehr bei uns, bis Mitte März oder Ende März. Erst dann fängt es ja wieder an, die Saison. Wir haben also etwa ein halbes Jahr, das für Bienen eigentlich nicht ideal ist. Und von daher haben wir eigentlich nicht so spitzen Honigerträge wie in anderen Ländern. Andere Länder sind zum Imkern viel schöner. Aber wir tun natürlich auch hier und da wieder neue Königinnen rein. Oder aus jungen Königinnen junge Völker wieder machen. Das geht so nicht. Der Bienenhonig ist gesund, aber wenn man es behandeln muss. Mit Oxalsäure. Ist er schlechter an der Qualität in den letzten 25 Jahren, seit es die Varroa gibt? Oder was ist das Produkt? Der Bienenhonig tangiert sie eigentlich nicht. Weil wir tun ja zum Beispiel die Ameisensäure tun wir ja erst ab August und September anwenden, wenn die Honigwaben schon lange wieder draußen sind. Also man tut Ende Juli tut man die Honigwaben rausnehmen und nachher sind die Honigwaben bis im nächsten April im Kasten. Und die Behandlungsmittel, das sind ja natürliche Säuren eigentlich, Ameisensäure oder auch Thymol könnte man noch als ätherisches Öl anwenden oder eben Toxalsäure, die man dann im Winter anwendet, im Anfang Dezember. Und das sind ja eigentlich Substanzen, die es eh schon im Honig drin hat. Von daher ist überhaupt keine gefährlich, gesundheitliche. Jetzt haben wir hier blau, gelb, rot. Also, macht man es wegen der Bienen oder ist das wegen dem Imker? Oder warum ist das? Oder jede Farbe ist mit mir ein Erfolg, oder? Die schönen Farben sind zuerst einmal die Freude des Imker für die schönen Fluglöcher. Dann hat es natürlich in dem Sinne einen Sinn, dass wenn die Königinnen, die ja ganz wenig Mal im Leben ausfliegen und anfliegen wieder, dass die den Ort wieder besser finden, wo sie daheim sind. Bienen selber würden eigentlich ihren Ort, also die Arbeiterbienen würden schon finden, auch ohne Farbe. Wir haben da auch darauf geschaut, dass eigentlich nicht, zum Beispiel beim Gälen ist rechts rot und links blau und die Kombination ist optimalerweise nicht immer genau gleich. Es ist jetzt nicht ganz durchgedacht hier an diesem Stand, aber in der Regel schaut man, dass es ein bisschen gemischt ist, dass nicht immer links vom Gelben das Blau ist und rechts rot, sondern gemischt. Und so finden die Königinnen den Weg besser, weil wenn eine Königin auf falschem Flugbrett landet, wird sie abgestochen. Wenn sie die Königin vom Gelben da auf dem Blauen landet, dann ist sie tot, oder? Die Gelben sind sehr aktiv. Warum jetzt gerade das? Ja, das weiss ich auch nicht. Die sind, haben jetzt einfach mehr geflogen heute. Und vielleicht jetzt auch, weil wir alle da stehen, sind natürlich stockig gestört. Man sieht da, die probieren zu verteidigen. Da. Ja, die genau. Haben jetzt nicht so Freude, ja. Wenn man da. Nein, die können jetzt auf dich tun. Wir stören jetzt natürlich schon ein bisschen. Jetzt sollte man eigentlich nicht mehr groß stören, die Bienen. Hast du Bienensprache, verstehst du die? Was hast du jetzt vorher gesagt? Also, der zum Beispiel, der jetzt da rausgeschaut hat, der hat die Flügel so schräg auf. Und der ist schon ein bisschen ein Verteidiger.
Und die schauen schon, wenn man zu lang verrückt macht, dann kommen sie dann halt stechen. Das heißt, wir sind nicht unbedingt jetzt ein ideales Land, weil wir einen langen Winter haben. Also, du bist ja ein ausgewiesener Kenner und Könner. Du hast ja Projekte im Ausland gehabt, oder? Wo bist du so überall gewesen? Mit den Bienen, meine ich. Also. Mit den Bienen bin ich verschiedene Orte gewesen. Ja. Also, der Lorenz Huber von Gams und ich haben zum Beispiel in südlich von Prizren schon ein Projekt gehabt von der Hex. Das ist dort, wenn man im Kosovo nach dem Krieg haben wir dort so habe ich noch Obst-Gemüsebau-Projekt gehabt und nebenzu am Wochenende haben wir noch Imker beraten. Wenn man von Pristina, Hauptstadt, gegen Süden geht, kommt auf Prizren, da die alte Stadt, die für halbe Natur geschritten ist. Und dann dort in den Bergen, dort haben wir so ein Bienenprojekt zum Beispiel gehabt. Oder in Aserbaidschan. Was haben Sie dort gemacht? Also dort haben sie vor allem Korbimkerei mit kleinen Völkern, die beim Ernten des Honigs hat man die aus dem Korb rausklopfen und die Bienen töten, damit man überhaupt an Honig kommt. Und wir haben auch probiert, jetzt auch unser System, wo man mit Rämli schafft, wo man das Bienenvolk nicht mehr töten zum Honig ernten. Das haben die dann gerne gelernt. Und Balkan ist eh ein gutes Gebiet, ist natürlich eine super Region zum Imkern. Wenn man das türkische Stamm von dem Wort Ball und Kahn anschauen. Ball ist, bedeutet, weiß ich nicht mehr, ich glaube, das eine bedeutet Honig und das andere Blut. Oder? Das Land von Blut und Honig, weil man viel einfach Krieg hat dort, aber super gut zum Honig produzieren, eigentlich fruchtbar. Das ist der Wortstamm vom Balkan. Oder? Aserbaidschan hast du gesagt, bist Aserbaidschan auch gesehen, sind wir gewesen, aber in der westlichen Enklave Nachtschewan, das steht zwischen Iran und Armenien und Türkei und im Süden, ja, Iran. Zwischen denen hat es dort eine Enklave von Aserbaidschan und dort hat es jetzt auch nach 50 Jahren noch einen Haufen Flüchtlinge vom Armenienkrieg, oder? Aserbaidschan-Armenien hat den Krieg und dann die einen Flüchtlinge sind von Aserbaidschan auf Armenien, also die Armenier müssen dann auf Armenien flüchten und die Aseri, die in Armenien gewohnt haben, mussten flüchten auf Nachtschewan und Aserbaidschan. Und die wohnen also nach 50 Jahren noch und haben eigentlich ganz miserable Bedingungen. Und dort haben wir auch probiert, mal ein Bienenprojekt zu machen. Aber es war irgendwie dann sehr schwierig gewesen, weil in Aserbaidschan ist Korruption relativ verbreitet und man hat dann das Projekt wieder abgebrochen. Was haben Sie wollen? Was haben Sie geplant gehabt? Ja, einfach, dass man mit Imkerei, weil du für das brauchst keinen Bodenbesitz, hätte man können, die keinen Boden haben, hätten können ein Einkommen schaffen. Man hätte nur ein Jahr eigentlich mögen schaffen dort und nachher hätte man es wieder aufgegeben. Und in Pakistan natürlich auch Bienen gehabt, im Norden von Pakistan, vier Jahre. Das ist jetzt ein Leerbienenstand? Das heißt von der ist zum Kurs machen, da wo wir jetzt sind. Da haben wir einen Haufen Kurs, oder? Seit dem 1992 gebe ich Kurs und habe natürlich schon die halbe Imker-Generation schon fast da von der Region in den Kurs bei mir. Und du hast gesagt, wir gehen mal rein, zum wir können schon schauen, mal reingehen. Gut. Und mal schauen, wie man es rein noch sieht. Jetzt. Genau, dann laufe ich dir mal an. Aha, gut. Ja, alles genau. Gut. Okay, gut. Also. So, jetzt kommen wir hier in den Schleuderraum rein. Jetzt laufen natürlich Leute mehr. Wir haben hier auf der Seite haben wir hier die Geschirr, die Honiggeschirr, wo man einmal die Weben abdeckelt. Da tut man hier die Weben hier hin und tut dann den Deckel, den Wachsdeckel so wegnehmen mit der Gabel und dann tropft es ein bisschen runter und tut dann die Weben von hier in die Schleudern über, die ist hier rein. Und die Schleudern schleudern nachher den Honig raus, dann siebt man den hier in die Kübel rein und dann nachher ist der doppelt gesiebt mit einem groben und einem feinen Sieb und dann gibt es hier unten den Honig. Das machen wir natürlich mal noch. Ja, aber jetzt ist leider kein Honig mehr. Genau. Aber die Zeit kommt ja wieder. Ja, ja. Da holen wir nach. Ja. Was können wir jetzt überhaupt mal sehen? Jetzt kommen wir zu den Bienen rein. Zum Bienenteil. Aha. Da hinten schmeckt es aber zünftig. Das ist noch Rauch, aber. Wie beim Grossvater in der Stube. Ja. Da sind wir jetzt im Bienenraum, wo Bienenkästen stehen. Das ist das traditionelle Schweizer Kastensystem, sagt man dem, wo jeder Kasten ein eigenes Volk drin kann haben. Die Kästen, die sehen so aus. Da ist das Bienenvolk unten rein mit den
Weben. Oben können wir eine Lerse anschauen, da sieht man, die Bienen haben Sommer und Winter, können sie hier und raus dort durch das Flugloch. Vorne ist Flugloch und dann hängen hier die Weben, eine Webe hintereinander. Da haben wir jetzt etwa 12 Weben hintereinander. Da haben wir oben, habe ich jetzt noch Küssel hin, dass wir mir nicht gerade alle vorgeht. Und da sind jetzt eine Webe hinter der anderen. Und hier haben wir Fenster, damit sie nicht gerade entgegenkommen, wenn man auftut. Und wahrscheinlich ist jetzt schon ein bisschen, ja, man sieht nicht mehr eins rumlaufen von den Bienen, aber die sind jetzt innen natürlich. Da hinten unten sind sie zusammengezogen als Truppel, die einander warm gibt. Da sieht man jetzt eine Webe hinter der anderen und die Bienen wohnen eigentlich in den Webengassen rein. Zwischen ihnen sind ja Weben, oder? Das grösste Volumen ist eigentlich durch die Weben gebraucht, aber zwischen ihnen haben sie Platz, um einen Wintertrauben zu machen. Das ist einfach ein Knäuel, der einander warm gibt. Und je kälter das ist, desto mehr rücken sie zusammen, dass sie warm haben. Das ist jetzt also alles Gräbler gefüllt zwischen ihnen? Also zwischen ihnen hat es viel drin, ja, da sollte es jetzt etwa noch 15'000 haben. Aber jetzt sind sie natürlich nicht mehr oben dran, weil sie einfach kalt haben. Man hört so keine Sumse. Letztes Mal ein Wespennest in der Wand rein gehabt, hat du wie verrückt, da hört man es gar ja, nicht. Ja, man hört schon, wenn du hingehst, hört man es schon. Aha. Jetzt, da ist noch das Fenster drin, das Fenster ist schön weg. Ist jetzt halt natürlich... Sie haben es jetzt natürlich nicht mehr gerne, wenn man es stört. Ja, da muss ich auch nicht. Da haben wir noch ein bisschen Rauch rein, damit es nicht gerade hässig wird beim Filmen. Und dann noch schön zeigen, wie das Winterfutter ist. Da hat es jetzt Weben, wo das Winter. Das ist jetzt alles verklebt, fest, stabil. Das sind jetzt die Futterweben, wo. Da sieht man vielleicht das Futter glänzen. Ich weiß nicht, sieht man es da. Wo ist sie genau? Da ist Futter drin. Ah, ja. Und hier oben ist verdeckelt, das sind jetzt Wachsdeckel. Frischer Wachs ist ja eigentlich weiß, nicht gelb. Der reinste Wachs ist schneeweiß. Das sind frische Wachsdeckel. Und da ist jetzt etwa 1,5 Kilo Futter da drin. Genau, ja. Jetzt hört man es ein bisschen sumsen hier. Ja, wenn es fliegt. Und da ist jetzt einfach eine Webe hinter der anderen mit dem Winterfutter und jetzt wartet es hier auf den Frühling. Aber eigentlich sollte man es eben nicht stören, nicht zu viel auseinanderrupfen. Das heisst, um es so richtig zu zeigen, müssen wir halt dann, wenn müssen wir wieder kommen, um das mal richtig zu zeigen? Ja, so? Im April, Mai. Ja. Also wenn es anfängt zu blühen, in dem Fall. Ja. Also da kann man noch... Und die Bienen, die tun jetzt alle über... Wie alt werden denn die Bienen? Wie viel mal tun die über? Also die sollten jetzt, Bienen, ein einzelnes Individuum, sollte jetzt etwa 8-9 Monate leben. Also vom September sollte es eigentlich bis nächsten April nach Frühlingsernte hineingehen. Und im Sommer haben wir durchschnittlich nur etwa 4-5 Wochen Lebzeit. Dort leben sie also nicht lange. Ich tue es hier noch geschwind zu, damit sie nicht alle verfrieren. Eben, das kann auch passieren, wenn man es nicht richtig macht. Ja, die werden steif, oder? Ja. So. Aber die Bienen, die dort hinten sind, die fliegen dann im April, Mai wieder aus? Ja, die sollten jetzt bis im April überleben. Und dann erst im nächsten April, Mai eigentlich kaputt. Hat die eigentlich gestochen? Ja, ein bisschen. Ja. Jetzt sind alle hintergekommen, weil wir halt hier Licht gemacht haben. Eigentlich wären sie jetzt zusammen in den Truppen, aber jetzt, weil etwas nicht stimmt, können sie hinterher schauen und kommen. Da habe ich jetzt noch die Dings kaputt gemacht. Die Zellen, die Deckel, jetzt fangen sie an, den Honig noch wegzuschlecken, der hier runtertropft. Und die probieren jetzt das noch zu flicken wieder, wo wir gestört haben. Sie haben eben nicht gerne, wenn man jetzt noch stört. Hier habe ich nochmal ein Phänomen. Da kann man nach dem Behandeln haben wir hier noch das rein tun, vor etwa einem Monat. Und da sieht man jetzt, wenn man genau schaut, sieht man die kleinen Töpfchen. Und das sind jetzt Varroa, die jetzt natürlich noch runtergefallen sind. Hier und da. Da müssen wir ein bisschen nach der Rehre gewackeln, jawohl. Das ist eine Varroa. Ja. Da die Runde, die mit, haben 8 Beinchen, wenn man genau schaut. Hoppla, ja gut, das sehe ich jetzt hier nicht, aber du siehst das. Nein, also jetzt ohne Brille sehe ich schon die Beinchen, aber so mit der Brille sehe ich nicht. Wo ist eine jetzt genau? Wo? Da ist eine, da ist jetzt eine. Warum? Ja. Die Runde hat es jetzt noch hier und da eine. Aber das ist jetzt schon einen Monat drin, sollte pro Tag jetzt nicht mehr als eine runtergehen nach dem Behandeln. Das ist auch eine schöne. Jawohl, also wo genau? Da. Aha. Also mit Spitz dort, die kleidet. Ja. Ah, so, ja.
Das ist die Varroa. Das ist, ja. Wenn es von diesen Tausenden drin hat, ist das Volk eigentlich erledigt. Aha. Was machen die denn mit dem Volk? Ja, die machen einfach, saugen die Jungen aus. Aha. Saugen das Blut der Jungen und dann übertragen sie Krankheiten. Und das Bienenvolk ist eigentlich noch mehr geschädigt wegen der Krankheit als mit dem Blutverlust. Und jetzt noch mal eine Frage. Also bis im April gehen sie ausfliegen und nachher? Nachher? Also? Also nach April, Mai? Also dann fliegen sie voll wieder. Dann fliegen sie voll. Weißt du, wie du gesagt hast, 8-9 Monate? Weißt, ich frage jetzt die sind jetzt einfach da innen und überwintern. Die müssen jetzt möglichst langlebig sein. Ja. Und nicht zu viel Stress haben. Aber im ganzen Leben die ein Jahr so ungefähr. Eine Biene? Ja. Nein, 8-9 Monate am längsten. Ja. Und im Sommer leben sie 4 Wochen. Eben. Nicht mehr. Und dann gibt es immer Nachwuchs. Immer Nachwuchs. Also die Königin im Sommer tut ja pro Tag etwa 1000 Eier legen. Das heisst, das eigene Körpergewicht an Eier legen. Und da gibt jeden Tag 1000 neue. Genau. Im Mai, Juni, Juli. Weißt du, ich frage so laienhaft, ich denke, ich habe letztes Mal Schüler, sagen sie wo, erzählt, sind schon ältere von Bienen, alles, was ich gelesen habe. Und habe dann festgestellt, die haben zum Teil keine Ahnung. Oder? Ja, einer hat einfach gesagt, ja, das sind wie bei den Eintagsflügen, die leben etwa 10 Jahre und so. Oder? Ja. Nein, die leben im Sommer, haben die ein relativ risikoreiches Leben, die Vögel fressen, dann werden sie vom Gewitter verschlagen, kommen im Verkehr oder wenn man es meint, oder die sterben ständig. Das genau. Jeden Tag fehlen wieder pro Kasten wieder 500 bis 1000 am Abend. Eben, aber die Bienen sind so ein einfacher als die Männchen, als Drohnen. Drohnen haben, die leben ein paar Wochen, ja. Also eine Biene hat größere Chancen. Nein, um länger zu leben. Nein, Drohnen leben grundsätzlich länger. Aber Bienen die haben einfach ein risikoreiches Leben und im Sommer sehr aktiv. Oder? Die einen kommen auf die Welt und die anderen sterben, fahren sie wieder weg. Mich hat mich gefragt, wie könnten die Drohnen dazu? Und die werden doch mal abgestochen. Und wie war das? In der Schule hat der Lehrer erzählt, dass die Arbeiterinnen stechen dann die Drohnen ab. Wie ist denn das ganz genau? Also Drohnen sind eigentlich nur zur Begattung der Königin wichtig und um eine gute Stimmung im Volk zu machen. Und Drohnen, die leben eigentlich nur vom April an bis im August. Und über den Winter hat es kein Männchen da drin. Weil die Biene, die Königin, ist ja begattet für das ganze Leben. Also sie wird in den ersten 3 Wochen von ihrem Leben, maximal 30 Tage, kann sie befruchtet werden, hat sie etwa 10, 12, 15 Partner. Und dann hat sie den ganzen Samenvorrat im Körper drin. Und die Samen in der Königin, die müssen bis zu 5 Jahre überleben. Und das ist eine geniale Leistung eigentlich von der Biologie, dass bei Zimmertemperatur bzw. Körpertemperatur eine Samenzelle bis zu 5 Jahre lebenstüchtig bleiben. Und sie muss dann so gut dosieren beim Eier befruchten, da sie nur ganz wenig Säbli pro Ei, weil sie muss ja im Leben weiß es nicht, eine halbe Million Eier legen. Und das ist eine riesige Lebensleistung. Also ja, keine Königin bei den Bienen sein. Das ist ja wirklich eine ganz strenge Angelegenheit. He? Ja, sie wird auch verwöhnt. Das ist uns, hast immer Vorteil, wenn du irgendwo in der Regierung bist, hast du auch Vorteil und Nachteil. Ist sehr anstrengend, aber hast auch gewisse Privilegien. Und sie hat natürlich das optimale Futter und wird beschützt. Genau, das hat mich sehr interessiert, um das nochmal so zu hören. Und dann hat man auch gelernt, ohne Bienen, ihr habt unten den Obstgarten, oder? Ihr habt Bieren, Äpfel und so weiter. Ohne Bienen gäbe es das nicht. Jetzt erzähl auch nochmal, wie geht denn das so ungefähr im Schnelltempo? Also man sagt, die ganze Lebensgrundlage der Nahrung basiere auf der Bestäubung der Bienen. Stimmt nur bei den Pflanzen, die Blütenpflanzen sind, die von den Insekten bestäubt sind. Es gibt, der grösste Teil unserer Nahrungsgrundlage ist eigentlich durch Gräser, also durch Weizen, durch windbestäubten Mais oder durch Reis. Das, die Masse von der Nahrung ist eigentlich nicht basierend auf der Bestäubung. Bestäubung ist vor allem Obst und Samenproduktion, Gemüsesamenvermehrung geht vielfach über Bienen. Und, aber die ganzen Blütenpflanzen in der Natur, in diesen Biotopien, alles was blüht, hat eigentlich Bestäubung durch die Insekten und da ist etwa 80-90% Honigbienen und der Rest ist Wildbienen.
Anzüglich. Wir können auf jeden Fall wieder, wenn noch ein bisschen mehr fliegen, wenn wir auch die Völker da nicht stören, die Bienen nicht stören. Jetzt aber noch meine letzte Frage. Du bist ein ausgewiesener Kenner. Ein Haufen kennen dich vielleicht, aber andere fragen sich vielleicht ja, Herr, weiss denn der das alles? Was bist denn du eigentlich? Warum weisst du das alles? Aha. Ja, eben, ich habe es natürlich gelernt als Student schon, weil ich selber Bienen hatte, von den alten Imker. Der, der mir das beigebracht hat, war 75 und der Kollege eben 82. Und ich habe das erste Mal von denen gelernt, dann habe ich halt Bücher gelesen. Aber eben studiert, du hast Landwirtschaft oder Biologie studiert in Zürich, an der ETH, und habe dann, glaube ich, als erster Agronom sogar Diplomarbeit auf Bienenhaltung gemacht. Eben, genau. Ja. Und das darf man vielleicht auch mal erwähnen, oder? Ja, von mir aus. Und auch ein bisschen erwähnen, dass du wirklich auch international, also ein anerkannter Fachmann bist. Ja, das ist vielleicht übertrieben, aber jetzt natürlich seit gut über 25 Jahren gebe ich jetzt Bienenkurs, oder, für Grundkurs, und muss das probieren, den Leuten ein bisschen weitergeben, was man weiss. Und ich erzähle alles, was ich weiss, oder? Ich tue das Wissen nicht für mich behalten, weil das nützt mir längerfristig auch nichts. Meine letzte Frage, der Reinhard Mayer hat gesungen, es gibt keine Maikäfer mehr. Und hat dann natürlich auch so ein bisschen gezeigt, wenn man uns so weiterentwickelt, in gewissen städtischen Agglomerationen gibt es die Maikäfer wirklich nicht mehr. Gibt es bei den Bienen so etwas auch vielleicht einmal? Also gehen wir auch in eine Richtung, wo man eine längere mehr irgendwie Bienen zum Aussterben bedroht? Ich selber glaube jetzt das nicht, weil man tut heute viel weniger giftige Mittel einsetzen in der Landwirtschaft zum Beispiel, hat man früher natürlich ganz scharfe Ware eingesetzt, die Bienen tötet. Und heute etwas passiert halt hier und da noch. Aber eigentlich, wenn man es richtig anwendet in der Landwirtschaft, passiert eigentlich fast nichts mehr. Also es war vor 40 Jahren viel schlimmer gewesen, was man angewendet hat. In der Stadt haben wir eher viel mehr Bienen sogar und haben die besten Honigerträge eigentlich in der Stadt in der Schweiz. Also die Städte sind eigentlich gut zum Bienenhalten, außer dass die Leute stört. Man muss einfach schauen, dass man einen Platz hat, wo man die Leute nicht stört. Aber von der Tracht her hat es immer Parkbäume und Blumen und Dächer begrünt und so. Die Städte, zum Beispiel die Stadt St. Gallen, hat so ein bienenfreundliches Programm, wo man kann sagen kann, wo dass man bienenfreundliche Vegetation ausgesagt hat auf einem Dach oben, auf einem Gärtchen, und dann kann man es irgendwie auf dem Internet eintragen lassen. Und ich finde das noch super, dass man eben auch die Imkerei in der Stadt machen kann. Man kann sie auf dem Land ausmachen. Man kann vor allem mit 16 anfangen. Man kann auch, wenn man 65 ist, noch den Kurs machen und bis man 80 oder 90 ist, imkern. Und von daher ist es natürlich ein super Hobby. Hat auch aus allen Berufen, hat Manager, hat Arbeiter, hat Bauern, hat alles. Imkern ist eigentlich eine ganz spezielle Gesellschaft, weil man überall hinein sieht, die anderen Branchen hinein und die anderen Altersgruppen.